Ja, hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und ich bin Dirk Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. So, Dirk, herzlich willkommen. Heute ist ja unsere erste Episode, gell? Ja, genau. Bist du aufgeregt? Es hält sich in Grenzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ist denn so dein Podcast-Konsum? Hörst du regelmäßig Podcasts? Ich höre regelmäßig Podcasts und zwar unterschiedliche zu unterschiedlichen Themen, Technologie, Wirtschaft, Kultur. Möchtest du einen nennen, irgendwie einen empfehlen? Nicht so richtig. Das müssen wir rausschneiden. Außer natürlich Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Genau, ich empfehle Neulich im Netz. Ja, du, pass auf, ich würde tatsächlich einen empfehlen und ich empfehle ihn deswegen, weil wir unser Format so ein bisschen dran anlehnen. Und zwar Mordlust, das ist ein True-Crime-Podcast, da höre ich auch zwei von. Den zweiten sollte ich vielleicht auch erwähnen, das ist Zeitverbrechen, der ist auch hervorragend, kann ich wirklich empfehlen. Aber wir lehnen uns so ein bisschen am Format von Mordlust an, nicht, dass wir über Tote und Leichen viel berichten werden, aber wir machen das alle 14 Tage, so der Plan. Ob wir das durchhalten, ist eine andere Frage, aber so der Plan sagt alle 14 Tage. Und die Damen von Mordlust, die bereiten beide einen Kriminalfall vor und erzählen sich den gegenseitig und dann kakeln die darüber. Und wir machen das aber nicht. Bei uns wird sich nur bei einem vorbereitet, gell? Das hat den unglaublichen Vorteil, dass wir die Arbeitslast halbiert haben. Und so muss nur einer von uns einmal im Monat eine Episode wirklich detailliert vorbereiten. Magst du raten, was ich mir ausgesucht habe für die erste Folge? Lass mich raten. Ich vermute mal irgendwas aus dem Themengebiet Heimvernetzung. Es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, aber nicht so richtig. Okay. Pass auf, heute geht es um die Covid-19-Pandemie und das Internet. Alles klar. Okay. Ja, also wir haben ja schon jetzt ungefähr ein Jahr und wir sind ein Jahr alle im Homeoffice und es hat sich natürlich auch aufs Internet ausgewirkt und ich habe mal recherchiert, was da alles so passiert ist. Ein bisschen was kam ja auch so in die populäre Presse, da hatten wir, dass Netflix zum Beispiel die Default-Streaming-Rate reduziert hat, YouTube ja auch, aber viel mehr hat man so in der normalen Presse gar nicht gehört. Mhm. Und ich bin mal durch die Fachliteratur durchgegangen und durch Company-Blog-Artikel und Ähnliches und habe mal geschaut, was bei denen so passiert ist. So, also es ist Gott sei Dank nicht allzu viel passiert, weil dann hätten wir da auch davon gehört. Mhm. Aber es ist tatsächlich, also ein interessantes Fazit, was ich am Ende gezogen habe, war, dass noch nie so viele Daten veröffentlicht wurden. Also meistens vor der Pandemie war es unfassbar schwer, mal was aus einem Provider-Netz oder sowas an Daten herauszubekommen. Ja. Mit der Pandemie hat sich das so ein bisschen umgekehrt. Man hat fast schon zu viel Daten. Also am Ende, wenn man was gelesen hat, hat sich doch das auch alles gedoppelt. Mhm. Das habe ich doch schon gelesen und das ist ein ganz anderer Provider. Leider ist es nicht alles immer vergleichbar, weil die unterschiedliche Zeiträume benutzt haben und unterschiedliche Metriken benutzt haben. Also zum Beispiel, wenn es dann um die Verkehrslast ging, dann einige haben dann zum Beispiel gesagt, wie viel Prozent sie auf ihren Peak noch drauf bekommen haben. Andere haben über das Gesamtvolumen oder so gesprochen. Und dann haben natürlich einige mehr Customer-Anschlüsse, also irgendwie Residential Broadband oder sowas. Und andere haben vielleicht mehr Business-Anschlüsse. Das ist alles nicht eins zu eins dann vergleichbar. Aber so viel Daten habe ich lange nicht mehr gesehen über tatsächlich echte Netze. Das war total interessant. Das ist ein gutes Thema. Zu dem kann ich in der Tat auch einiges beitragen. Das ist sehr gut. Ich würde mal eine These formulieren zu Anfang. Also als es so im März letzten Jahres losging mit Lockdown und Homeoffice und so weiter, da gab es ja genau diese ersten so Artikel in der, ich sag mal, so Business-Presse und so weiter, ob das Internet das überhaupt aushalten würde. Ja, ganz und genau. So und ich habe jetzt seine Zahlen noch nicht gesehen, aber meine These ist so, dass so der Traffic, der so durch Homeoffice, Zoom und so weiter produziert wird, überhaupt gar keinen Effekt hat. Also man kann jetzt vielleicht ein bisschen messen, aber es hat nichts mit der Auslastungsgrenze der normalen Provider zu tun. Das Einzige, was richtig einen Effekt hat, ist halt der vermehrte Internet-Medien-Konsum, also Online-TV, Netflix und so weiter. Und da kommt es auch stark drauf an, so ein bisschen,
ja, über welche Art von Provider man redet, wie die mit Caching und so weiter umgehen. Aber auf das Thema freue ich mich, das ist ein sehr gutes Thema. Ja, und es ist auch so, dass in 2 Jahren, wenn das alles vorbei ist, ist es irgendwie auch zu spät, ne? Also das müssen wir jetzt machen, solange wir Genau. noch das ganze Zeug leben. Ja. Und ich habe tatsächlich, also ich habe so viele Quellen gefunden, dass es schwer war, das Ganze zu strukturieren. Und ich habe angefangen mit den Netzen, die potenziell entlastet werden, nämlich den Firmennetzen. Und da findet man tatsächlich sehr wenig. Das ist aber auch verständlich. Also die Allianz oder so wird natürlich nicht sagen, wie jetzt plötzlich, die werden nicht darüber bloggen, wie ihr Netz jetzt aussieht oder Daimler oder wie auch immer. Aber ich habe ein Firmennetz gefunden. Ich bezeichne das jetzt mal als Firmennetz, aber ein Netz, was eben zu den normalen Arbeitszeiten besonders belastet ist. Kannst du dir vorstellen, welches Netz das ist? Du kennst es sehr gut. Das ist vermutlich das Netz an Hochschulen und Universitäten. Ganz genau, schau mal. Es gibt nämlich die DFN-Mitteilung. Ja, Und ich habe sogar wunderbar. eine Kopie davon, weil ich für unsere Hochschule der Vertreter im DFN bin. Und das ist die Ausgabe August 97 vom August 2020. Und da stand ein bisschen was drin. Das fand ich total interessant, weil es eben auch ein sehr großes Netzwerk ist und das eben wirklich zu Tageszeit normalerweise am stärksten belastet ist durch die Hochschulen und die Forschungseinrichtungen, die am DFN hängen. Das fand ich besonders gut. Und die haben einfach ein paar Zahlen rausgelassen. Und so ein bisschen über die Vernetzung selbst auch gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant und sehr aufschlussreich. Leider nicht genug Zahlen. Also das heute ist eine sehr zahlenlastige Folge und ich hoffe, dass man dem ein bisschen folgen kann, wenn jetzt diese ganzen Zahlen so herumschwirren. Aber das DFN hat tatsächlich einen guten Job gemacht und das mal dokumentiert. Und du siehst schon, August 2020, das heißt, es geht da primär um den Beginn der Pandemie. Ja. Wobei jetzt bei den so Hochschulnetzen hängt es vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie die jetzt mit Online-Lehre umgehen. Also ob die zum Beispiel ihre Online-Lernplattformen outsourcen, also in der Cloud, oder ob sie selber betreiben, BigBlueButton und so weiter. Also da würde ich erwarten, dass das schon irgendwie messbar ist. Das ist definitiv, ja. Also ist sogar signifikant, also man hat signifikanten Ausschlag und da gab es ein paar interessante Probleme, die DFN-zentrisch sind. Also vielleicht mal ganz am Anfang bei der Pandemie haben 30 Einrichtungen, die am DFN hängen, also typischerweise Universitäten und Hochschulen und Forschungseinrichtungen, haben sofort ein Upgrade ihres Internetanschlusses veranlasst. War deine dabei? Habt ihr das? Was eine Frage? Ja, habt ihr ein Upgrade gemacht von eurem Internetanschluss? Ich hatte das geplädiert, aber es wurde nicht gemacht. Ja, 30 haben es gemacht und tatsächlich bis Mitte April waren die alle realisiert. Also das fand ich schon beeindruckend, dass das so schnell ging. Klar, wir haben natürlich alle wahrscheinlich hängen irgendwie auf Ethernet und das kann man schnell hochziehen, was wahrscheinlich alles über Traffic Engineering nur geregelt wird und der Anschluss selbst mehr kann. Aber das ging dann schnell. Also Mitte April hatten dann 30 Einrichtungen schon mal ein Upgrade ihres Internets, ihres Internetanschlusses durchgeführt. Das ging schnell. Und so generell kann man sagen, für das Wissenschaftsnetz, das X-WIN, war Covid-19 eigentlich kein sonderlich großes Problem. Und wir hatten Glück im DFN, denn ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2019 haben die Institute, die am DFN hängen, habe ich eigentlich schon gesagt, dass das DFN für Deutsches Forschungsnetzwerk steht, die haben alle eine Verdopplung ihrer Bandbreite bekommen. Ja, wir bei uns auch haben eine Verdopplung unserer Bandbreite bekommen. Und diese Leistungssteigerung war, wie gesagt, 2019. Und da hatte das X-WIN ihre Kapazität um 6000 Gigabit pro Sekunde schon gesteigert, intern, auf 10.000 Gigabit. Das heißt, die hatten vorher 4.000 Gigabit und haben es mehr als verdoppelt auf 10.000 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, das Backbone vom deutschen Forschungsnetzwerk war eigentlich schon gut auf mehr vorbereitet. Da hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück. Die Frage ist nur, ist das DFN überhaupt mehr belastet worden oder weniger, ne? Und die haben zwei Grafiken in ihrer Broschüre drin. Die waren sehr aufschlussreich. Die haben nämlich einmal, die peeren nämlich zum Teil auch mit Cloud-Providern, also unter anderem mit Google direkt. Und da kann man sehen, so ab Mitte März ist ein signifikanter Einbruch im Traffic zu diesen Cloud-Providern. Jetzt kann man natürlich sagen, wo kommt denn das her? Es sind Studenten, die YouTube-Videos auf dem Campus schauen oder ähnliches. Und das ist natürlich signifikant. Wenn die nicht am Campus sind, dann gucken die das von zu Hause und ist dann schon mal weg. Oder wenn man Google Docs benutzt oder was man auch immer an
oder Hangouts aus dem Campus-Netzwerk raus und ähnliches. Mhm. Das fällt plötzlich alles weg und da war ein Rieseneinbruch. Also wenn man sich das mal anschaut in der Grafik, das geht dann irgendwie von 40 Gig im Peak runter auf so um die 20 oder sowas. Das hat sich mal schnell halbiert. Ja, oder was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn die Leute ansonsten viele, sag mal, Dienste wie Hangouts und so weiter nutzen, machen sie das ja dann im Lockdown von zu Hause aus und das geht dann über andere Netze. Genau, der Traffic wird schon noch da sein, nur jetzt nicht mehr im X-Wing. Genau. Und das fand ich ganz interessant. Was aber tatsächlich explodiert ist in der Zeit, ist der Traffic mit den Kabel- und DSL-Providern. Mhm. Und das macht natürlich auch Sinn, weil du bist jetzt im VPN und wählst dich von zu Hause in deine Hochschule ein, um an Diensten teilnehmen zu können oder um, keine Ahnung, oder grundsätzlich selbst ohne VPN. Wir haben ja auch eine Cloud bei uns an der Hochschule und ähnliche Dienste, die auch ohne VPN funktionieren. Die Moodle-Plattform, das war früher interner Traffic bei uns zum Teil und das wird jetzt alles komplett nach zu Hause verlagert und das ist natürlich jetzt sichtbar über die Anschlüsse zu den DSL- und Kabel-Providern. Mhm. Hatte das Wachstum, da ist explodiert, das haben wir aufgeschrieben, das waren 300% mehr. Ja. Wobei, muss man auch sagen, in Summe ist es vielleicht immer noch weniger als zu den ganzen Content-Providern oder sowas. Und die Frage, und das steht leider im Artikel nicht, ist, ob das DFN in Summe am Ende sogar entlastet war. Könnte sein. Also es könnte tatsächlich sein, dass das DFN in Summe entlastet war. Und man weiß natürlich nicht, es gab immer so Bottlenecks da. Also die Dienste hatten Bottlenecks. Also VPNs zum Beispiel hatten Bottlenecks oder dieser ganze, wie heißt es, DFN-Conf, glaube ich, ne? Diese genau, Conferencing, das ging gar nicht. Also das daran kann ich mich erinnern, als der Lockdown Mitte März letzten Jahres begann, dann war halt der Run auf einmal da auf diese zentralen Conferencing-Dienste, die auch für Online-Lehre ja schon vorher benutzt wurden. Genau. Und also ich weiß noch, als das Lockdown bei uns verkündet wurde oder das Ende der Präsenzlehre verkündet wurde, dann hatte ich dann meinem Team das Wochenende schnell einen Jitsi-Server aufgesetzt, wenn mir schon klar war, dass die ganzen Online-Dienste dann ab Montag nicht mehr funktionieren würden. Und so war es dann auch. Stehen dazu auch Zahlen da drin? Ja, das war ein anderer Artikel, aber das hatte mit dem Netz ja soweit nichts zu tun, sondern es war einfach Kapazitätsengpässe bei den Diensten, also eher so serverseitig und sowas. Mhm. Und deswegen habe ich da nicht genau reingeschaut. Ich habe nachher nochmal Daten zu was mit Voice und mit Videoconferencing in Summe beim Verkehrsvolumen ist. Das kam dann nochmal ein bisschen raus bei einem anderen Provider nachher, weil die das dann auf Kundenseite sich angeschaut haben, also bei den DSL- und Kabelkunden. Da kommt dann nochmal was. Aber da gab es nochmal einen gesonderten Artikel, auch in dieser Ausgabe. Wir verlinken das natürlich alles immer grundsätzlich in den Shownotes, sodass man das überprüfen kann. Also das Magazin vom DFN ist natürlich auch elektronisch erreichbar. Ja. Genau, okay. Ja. Was aber total interessant war, war eine Situation und ich fand es fast skandalös und mich würde interessieren, was du dazu sagst. Also viele Leute, also fast alle, mussten natürlich jetzt von zu Hause aus auf die Campus-Netzwerke zugreifen und die Dienste konsumieren, sei es über VPN oder ohne VPN, wie auch immer, aber man musste irgendwie in die Hochschulnetze kommen, um seine Lehrinhalte etc. Zu sehen, um Dinge hochzuladen und um auch Zoom-Meetings eventuell zu machen. Oder andere, ja, jetzt habe ich Zoom gesagt, ne? Big Blue Button oder wie auch immer. Und dadurch ist natürlich zu den Providern, also DSL- und Kabelprovidern, ist natürlich der Traffic, das Volumen insgesamt stark angestiegen. Und insbesondere hatten Leute Probleme, die Anschlüsse der Deutschen Telekom hatten. Die haben sich immer beschwert, dass zum Beispiel die VPNs nicht funktioniert haben. Die hatten hohe Paketverlustraten. Und das DFN hat mal reingeschaut und die haben gesagt, das war kein Problem mit ihrem Global Upstream. Also nichts mit dem Provider, der sie ins globale Internet, ins kommerzielle Internet verbindet. Das war, ich glaube, CenturyLink und Telia. Die sind, glaube ich, die beiden Global Upstreams vom DFN. Die sind natürlich mit dem GEON verbunden, also dem europäischen Forschungsnetzwerk. Da müssen die natürlich nicht über diese Global Upstreams, aber um in diese Provider-Netze zu kommen, also Kabel und DSL, müssen die den Global Upstream benutzen. Ja. So, der Link zu den Global Upstreams war okay. Also da hat man, also der Link vom DFN direkt zu den Global Upstreams sah gut aus. Da hatte man irgendwie keinen Bottleneck identifiziert. Und was rausgekommen ist, die Deutsche Telekom und dieser Global Upstream, der Link oder die Links zwischen denen, da war das Problem. Jetzt müsste man ja sagen,
Die Deutsche Telekom müsste jetzt Folgendes tun, die müsste diesen Link hochziehen, damit ihre Kunden weiterhin ungestört am Internet teilhaben können. Gerade in einer Situation wie einer Pandemie, hätte man jetzt gedacht. Das haben die aber nicht gemacht. Also hat das deutsche Forschungsnetzwerk mit der Deutschen Telekom verhandelt, ob die nicht einfach ein Peering während der Pandemie machen können. Und Peering bedeutet dann natürlich immer kostenlos. Das heißt, die Kunden der Deutschen Telekom könnten dann quasi direkt ihren Traffic von der Telekom ins deutsche Forschungsnetzwerk übergeben. Das könnte man ausreichend dimensionieren und damit hätten die Kunden der Deutschen Telekom kein Problem mehr, die Dienste des DFNs zu benutzen. Jetzt könnte man denken, die Deutsche Telekom hat da ein Interesse dran. Nee, haben sie nö zugesagt. Peering nicht. Aber verkaufen machen wir. Klar. Und jetzt haben die, tatsächlich hat das DFN dann nachgegeben und jetzt zur Deutschen Telekom einen 100 Gigabit pro Sekunde Link, um ihren Angestellten, also den Kunden der Deutschen Telekom, da ein besseres Erlebnis zu finanzieren. Und das fand ich schon grenzwertig. Ja. Das ist übrigens ein super Thema. Ich habe jetzt gerade mal, während du das erzählt hast, nebenbei eine Umfrage rausgesucht, die ich vor 2 Wochen mit meinen Studierenden gemacht habe. Und da habe ich nämlich gefragt, welche Beeinträchtigungen sie jetzt eigentlich so hatten durch diese Online-Lehre und ob sie technische Probleme hatten. Und dann habe ich dabei auch gleich gefragt, über welche Anschlusstechnologie, also DSL, Kabel, Glasfaser und so weiter, sie angebunden sind. Und ich komme jetzt kurz auf die Zahlen. Da kam raus, dass so 50% der Studierenden über Kabel, also Fernsehkabel angebunden sind. So knapp ein bisschen mehr als 30 über DSL und 10% über Glasfaser. Und dann gibt es aber hier die in Wohnheim wohnen und einige wahrscheinlich sogar über LTE am Ende. Und die Anzahl der Leute, die Probleme haben, insgesamt Internetprobleme 36%, also jetzt im vergangenen Jahr oder also ab Beginn des der Pandemie. Ja. Und vorher nicht. Also das habe ich nicht gefragt, ne? Aber vorher haben die natürlich auch wenig Online-Lehre gemacht. Von daher ist das vorher nie so zur Lage getreten. Und so 10% haben von Problemen mit der Hochschulinfrastruktur berichtet, aber also 36% Internetprobleme finde ich schon ziemlich viel. Das ist echt viel. Und ich komme mal ganz kurz, so wie es das so, ich habe jetzt das noch nicht ganz ausgewertet, aber ich denke, dass so die meisten Probleme mit dem Internet bei den Leuten mit Kabelanschluss sind. Gut, jetzt habe ich ja eins auch mehr, 50% Kabelnutzer. Okay. Glasfaser natürlich in der Regel problemlos und sehr gut. Genau, aber also das ist schon, gebe ich dir recht, das ist schon so ein bisschen fragwürdig, dass jetzt gerade zu der Zeit, wo es wirklich benötigt wird und wirklich was bringen würde, da irgendwie auf der Bremse zu stehen. Ja, finde ich auch, ich finde es hoch fragwürdig, vor allen Dingen, dass andere jetzt für die Qualität mit der Deutschen Telekom, also das, ich meine, die Kunden zahlen ja schon für eine ordentliche Qualität. Und jetzt zahlt das andere Ende auch noch die Deutsche Telekom. Für die Telekom ist natürlich toll, ne? Die verdienen jetzt viel Geld. Aber also in so einer Situation fand ich das abartig. Da kommen auch gleich noch Informationen dazu, die das noch abartiger machen. Mhm. Aber man sieht das in den Zahlen so ein bisschen. Die haben ab 16. April war dieser Link dann operativ. Und dann sieht man auch in den Grafiken, dass dann plötzlich das Verkehrsvolumen ab Mitte April plötzlich höher ist aus der Deutschen Telekom. Einfach, weil dann auch die Probleme verschwunden sind. Ja, also plötzlich fließt auch mehr Traffic. Also und ja, dass das DFN dafür zahlen muss, fand ich, ich weiß nicht, wir haben keine Swearword-Policy, ne? Aber es ist ein Arschloch-Move, muss man einfach sagen. Das ist nicht so toll. Ja, jetzt sind wir ja schon beim Peeren. Das können wir zur Not rauspiepsen. Pass auf, jetzt sind wir schon beim Peeren mit anderen Netzen und Providern. Was meinst denn du? Ich habe ja schon ein paar genannt. Das ist Géant auf der einen Seite, um ins europäische Forschungsnetzwerk zu kommen. CenturyLink und Telia und die Deutsche Telekom jetzt ganz frisch dazu sind Global Upstreams. Was meinst denn, mit wem peert das DFN sonst noch? Ich denke, mittlerweile gibt es ja auch
so mal sogenannte ISPs, die jetzt keine klassischen Netzunternehmen sind, so wie Google und so weiter. Google ist dabei, zweimal 100 Gigabit. Ja, genau. Was gibt es noch? Sag mal. Pass auf, einige haben mich echt gewundert. Apple ist dabei. Ja, okay, ja. 2x20 Gigabit, also das ist wahrscheinlich für Updates und sowas, ne? Das brauchst du immer. Genau. Dann hast du Facebook dabei. Wahrscheinlich auch Amazon irgendwie. Amazon, oder? 100, einmal 100 und einmal 20 Gigabit ist dabei. Einige sind auch jetzt gerade frisch dazugekommen. Mhm. Netflix ist tatsächlich mit 20 Gigabit pro Sekunde dabei. Ja. Und da wäre ich nie drauf gekommen. Twitch. Ja. Das ist ja. Aber wenn man drüber nachdenkt, ja klar. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch alles Traffic. Ich meine, Netflix macht das ja nur, wenn da auch genug Eyeballs sind, also genug Leute das aus diesen Netzen herausschauen. Das war aus dem DFN offensichtlich der Fall. Hm. Und der Traffic ist natürlich jetzt auch weg. Spannende Frage ist, ob das DFN sich auch Netflix OCA, Open Caching Architecture Caches ins Netz stellt. Ja, das ist eine gute Frage, aber das kommt aus der Grafik zumindest nicht heraus. Hm. Vielleicht meinen die das ja auch. Ich meine, da steht jetzt nur eine graue Kiste, Netflix und 20 Gigabit pro Sekunde dran. Mehr steht da in der Grafik auch nicht dran. Ne? Hm. IXPs sind dabei, D6, E6 und B6 sind dabei. Ja, klar. Ja. Würde man auch vermuten. So, und jetzt, und das ist der große Skandal, tatsächlich haben in der Krise einige Provider kostenloses Peering gemacht. Zum Beispiel Liberty Global, also Unity Media, 1&1 Versatel, Telefonica Deutschland und Vodafone Deutschland haben ein entgeltfreies Peering mit dem DFN. Ah, okay. Ja, alles das heißt klar. Im Grunde, der gesamte Markt, der ganze DSL- und Kabelmarkt in Deutschland peert umsonst mit dem deutschen Forschungsnetzwerk, sodass ihre Kunden Zugriff auf das DFN haben. Mhm. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Deutsche Telekom AG, die sich dafür bezahlen lässt, während einer Pandemie. Fand ich interessant in irgendeiner Form. Ja. Das war so mein Nugget aus diesem Ding, wo ich sagte, ja, Zahlen sind alles ganz toll, ne? 300% Wachstum zu den Kabel- und DSL-Providern. Klar würde man erwarten, Google und Co. gehen runter, würde man auch erwarten. Und die Telekom macht Geld damit. Mhm. Ja. Ja, das ist interessant, so auch gerade im Vergleich zu den, ich sag mal, Sonntagsreden, die da sonst gerne geschwungen werden. Ja, genau. In den USA, das habe ich auch gelesen, da gab es so ein Dokument, was 800 Firmen in den USA unterzeichnet haben. Und da ging es darum, tatsächlich, ich glaube, Keep America Connected oder so hieß es. Da haben sich zum Beispiel Provider verpflichtet, dass wenn amerikanische Haushalte zum Beispiel ihre Rechnung nicht bezahlt haben, dass sie nicht sofort abgeklemmt werden. Mhm. Solche Dinge. Da ist was passiert. Und vielleicht hört das ja jemand von der Deutschen Telekom. Fragt doch mal intern nach, was ihr euch dabei gedacht habt. Würde mich schon interessieren. Wir laden auch, Dirk, ich glaube, ich darf das für uns beide sagen, wir laden auch gerne Repräsentanten von der Deutschen Telekom ein, um das zu erklären. Ja, weil ich kann mir das nicht erklären, wie das passiert ist. Ja, Würde mich einfach interessieren. Vielleicht kommt mal jemand vorbei und sagt, wir haben das alles nicht durchschaut und nicht verstanden. Es geht doch nur um Geld. Wenn das Geld dann wenigstens für den Glasfaserausbau eingesetzt wird, wäre es ja schön. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, das zahlt dann ja der Staat. Richtig. Genau. So, also was ich, das war es eigentlich auch schon aus dem DFN, was ich daraus gelernt habe, war, vielleicht ist es übertragbar auch auf vielen Netze, könnte sein, ne? Weil das ist ja wahrscheinlich ähnlich gelagert in vielen Dingen, nur dass wahrscheinlich weniger YouTube und sowas in Firmennetzen geschaut wird. Aber viel Traffic fällt weg und der verschwindet ja nicht. Ist ja nicht, dass der jetzt weg ist, dieser Traffic, sondern der landet in den Consumer-Anschlüssen, also der DSL, Kabel und was es da sonst noch so gibt. Ja, und da habe ich mir überlegt, wen frage ich denn nach Zahlen zu den Consumer-Broadband-Anschlüssen? Und viele Provider haben tatsächlich auch Zahlen rausgelassen. Aber es gibt eine Firma, die hat dann noch besseren Überblick, weil die tatsächlich, die nennen das Network Intelligence, bei vielen Providern machen. Und viele davon sind tatsächlich ist Consumer Broadband. Kennst du Sandvine, Dirk? Ja, ich kenne Sandvine sehr gut. Ja. Ich kenne auch den Sandvine Internet Reports. Genau, und es gibt ja jedes Jahr genau diese Internet Phenomena Reports. Genau, niemand, das sieht jemand nicht, ja.
Und es gibt für Covid-19 den The Global Internet Phenomena Report Covid-19 Spotlight vom Mai 2020. Habe ich sogar ehrlich gesagt auch schon gesehen. Ja, und der ist toll, weil der natürlich, das ist immer so bunt und flashy und hat Zahlen und Pfeile und Logos und solche Geschichten. Deswegen ist er ganz toll. Vielleicht für unsere Zuhörer, die Sandvine nicht kennen. Ich lese mal vor, was die über sich sagen. Das ist so ein Satz. Sandvine is a global leader, das ist immer gut, in the network intelligence market segment. Our customer base represents over 500 global network operators, fixed, mobile, satellite and Wi-Fi. And our solutions touch over 2.5 billion Internet subscribers worldwide. Das heißt, und das fand ich interessant, die letzte Zahl insbesondere, weil die 2,5 Milliarden Internet-Subscriber im Grunde monitoren, ja, also den Netzwerk-Traffic für ihre Kunden, und das sind 500 global agierende Netzwerk-Operator. Das ist schon mal spannend. Mhm. Die haben natürlich jetzt auch, weil es im Mai 2020 veröffentlicht wurde, jetzt primär den Anfang der Pandemie im Fokus, und das ist ihre Datenbasis ist vom 1. Februar bis zum 19. April 2020. Ja, aber das ist ein guter Bereich, weil das meiste ist im März passiert. Mhm. Also die meisten Lockdowns weltweit sind im März ausgesprochen worden. Das heißt, da ist dann tatsächlich am meisten passiert. Was man bei denen sagen muss, bei diesem Report fehlt Indien und China. Das haben sie irgendwie rausgenommen, aber Fixed und Mobile ist irgendwie da mit drin. Mhm. Wobei, und das betonen sie, besonders stark sind sie im Consumer Broadband Markt vertreten. Und das bedeutet für uns jetzt erstmal, wir sehen, was zu Hause passiert. Also dieser Report zeigt einem besonders gut, was jetzt in den Haushalten passiert. Also wir haben das DFN als, ich sage jetzt mal, Firmennetzwerk gesehen. Da ist viel passiert. Insbesondere ist da natürlich auch viel Bandbreite hinzugekommen, was nichts mit Covid-19 zu tun hatte. Aber jetzt sehen wir so ein bisschen, was bei den Leuten zu Hause passiert. Und ja, das sind 2,5 Monate Zeitraum, die wir da haben. 1. Februar bis 19. April. Und in diesem Zeitraum gab es global gesehen von ihrer gesamten Network Intelligence Basis, die sie da haben, 40% Wachstum des Traffics. Mhm. Das ist schon viel. Also wenn man sich vorstellt, überleg mal, auf den Straßen sind plötzlich 40% mehr Autos, oder wir konsumieren 40% mehr Strom oder 40% mehr Wasser. Das ist schon viel. Also 40% hört sich an, naja, das ist ja nicht so doll. Aber das ist nicht in 2,5 Monaten passiert, sondern in einem viel kürzeren Zeitraum im März. Das passiert. Also wenn man sich die Grafiken anschaut. Da muss man dazu sagen, dass das immer auch so ein bisschen davon auf ankommt, wie sich das über den Tag verteilt. Mhm, ganz genau. Nicht so, dass jetzt die Peakzeiten 40% mehr wären. Genau, weil Operator dimensionieren natürlich für den Peak. Mhm. Und vieles davon ist natürlich jetzt nicht in Peakzeit. Peakzeit ist ja immer so, weiß nicht, 20, 22 Uhr rum. Und das ist natürlich jetzt sehr viel tagsüber passiert, weil Schule ist tagsüber. Und das ist ja quasi neuer Traffic, den es vorher gar nicht gab. Mhm. Aber auch der Traffic in die Firmennetzwerke ist natürlich tagsüber viel mehr. Das ist interessant ist auch da immer der Peak. Und da ist immer das Problem bei diesen Studien. Einige sagen einfach, das Volumen ist um, weiß nicht, 100% gewachsen. Comcast hat, glaube ich, gesagt, 38% Steigerung im Peak. Und darum ist es immer schwierig. Aber grundsätzlich kann man sagen, 40% Wachstum des Traffic-Volumens. Was wir auch wissen, in diesem Zeitraum fällt Netflix, YouTube und Amazon Prime haben ihre Standard-Streaming-Rate reduziert. Das fällt da auch noch rein. Das heißt, wenn das, wir kommen gleich zu dem prozentualen Anteil dieser Streaming-Dienste am Gesamtvolumen, aber das muss man vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Also die Qualität vom Heavy-Hitter ist nochmal ein bisschen runtergegangen. Das heißt, das wäre in normalen Zeiten dann nochmal mehr gewesen. So, da will ich nochmal nachhaken. Und zwar, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob das jetzt bei Netflix generell gemacht wurde oder nur für einige Provider. Nur für einige Länder, glaube ich sogar. Ja, genau. Ich hatte das nämlich da im letzten Jahr gehört, in der Schweiz zum Beispiel gab es wohl so kleine Probleme. Ich kenne aber andere Provider, von denen habe ich nicht gehört, dass das da irgendwelche Downgrades gegeben hätte. Ja, man sieht es nachher auch, Fastly hat ein paar Zahlen rausgelassen und die haben dann in ihren Grafiken immer gezeigt, wann dieses Announcement von YouTube und Netflix war. Und danach sieht man keinen drastischen Fall. Hm. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass in der Zeit viele Netzwerke tatsächlich auch am Limit waren. Aber auch das hängt tatsächlich stark davon ab, in welcher geografischen Region wir gerade sind oder was für ein Provider das war. Ja. Es ist sehr schwer zu verallgemeinern. Also alles, was jetzt so kommt, ist extrem schwer zu verallgemeinern. Aber die machen natürlich viel globale Zahlen. Was sie noch gemacht haben, ist, die haben Amerika und EMEA
Also Europa, Mittel, irgendwas und Afrika. Ja. Mitteleuropa. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das da jetzt im letzten Jahr auch so ein bisschen so ein PR-Move war, um sozusagen so schlechte Presse zu vermeiden, wenn man jetzt zu Pandemiezeiten sagt, ah, Netflix verstopft das ganze Netz. Genau, auch. In Wahrheit ist es meiner Meinung nach so, dass es in vielen also Netzen, die zum Beispiel ausreichend mit Caches versorgt sind, überhaupt keinen Grund gibt, das runterzu. Ja, nee, null, gar nicht. Solange der Traffic ist ja quasi schon beim Kunden. Das ist ja so nah dran. Ja. Das ist ja schon im Provider-Netzwerk drin. Also wenn du so eine Open Connect-Box hast von denen, dann bist du ja quasi schon, das kommt ja nicht über irgendwelche Peering-Links, das ist ja schon da. Genau. Ja, genau. Ja, und ich glaube, die Europäische Union hat die dazu aufgefordert. Ja, genau, sowas, genau. Ja, ja, genau. Und dann musst du reagieren, ne? Weil sonst kriegst du wieder. Vielleicht so ein bisschen jeglichen Sachverstands, aber okay. Ja, aber wir kommen gleich zu einigen geografischen Regionen und ich glaube, da würde sowas dann doch stark helfen. Ja. Wobei grundsätzlich sagen alle, hat das Internet da gut mitgemacht. Also in vielerlei Hinsicht, ne? Und das sehen wir hier aber auch. Genau, aber grundsätzlich dieses 40% Wachstum, der Großteil davon war tatsächlich in wenigen Wochen innerhalb des Märzes oder wenige Tage innerhalb des Märzes, wo dann die großen Lockdowns passiert sind. Und davor und danach war das nicht mehr der Rede wert. Also es war ein ganz, ganz plötzliches Wachstum, was da passiert ist. Und das ist natürlich nochmal schlimm, weil man sich darauf irgendwie schnell einstellen muss. Und du weißt selbst, Kapazität herzaubern geht nicht immer überall so einfach. Also das ist natürlich viel. Kapazität liegt brach, also sind noch Ports frei oder es ist Dark Fiber irgendwo. Das muss man eben nur anschließen, mehr oder weniger, aber das geht natürlich nicht überall. Gerade natürlich so am Rande des Netzwerks geht es nicht besonders gut. Ist auch hängt auch so ein bisschen davon ab, wie das Netz aufgebaut ist, ne? Also wenn jetzt dein Netz vielleicht noch so ein bisschen altmodisch aufgebaut ist und sehr zentral, also mit wenigen Trunks und das sich dann quasi immer weiter so in die Region ausfächert, dann hast du natürlich super viel Last auf diesen Kernnetzabschnitten. Wenn dein Netz aber vielleicht schon so ein bisschen moderner ist und mehr verteilter ist und vermaschter, kannst du möglicherweise auch dann auch neue Verbindungen freischalten oder kannst Caches hin und her schieben oder Traffic Engineering machen. Und das hängt auch ein bisschen ab, wie modern das Netz eigentlich ist und wie leistungsfähig das in solchen Szenarien ist. Ja, definitiv. Ja, das sieht man dann später auch, wenn man sich einige Netze dann anschaut. Zu diesen Zahlen, da fällt mir gerade was ein, und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, und zwar Netflix hat selber auch was Interessantes, und zwar Netflix ist ja auch in einer sehr guten Position, so Quality of Experience zu messen. Mhm. Und da die veröffentlichen diese Daten auch teilweise, so ein bisschen auch, vermute ich mal, um vielleicht Druck auf die Provider aufzuüben, weil die machen nämlich so ein Ranking. In welchem Netz funktioniert Netflix gut und ja, wo ist schlecht? Ich glaube, das ist fast.com, gell? Fast.com ist es und da wird das Ranking, glaube ich, gemacht, ja? Genau, ja, ganz genau. Ja, ja, ganz genau, weil fast.com ist ja der Speedtest quasi. Genau, genau. Ja, genau, das ist ganz ist hart. Wenn du da nicht gut abschneidest, dann wolltest du vielleicht mal über Netzupgrade oder über die Beschaffung von Edge Data Center nachdenken. Ja. Dieser Report von Sandvine hat übrigens noch eine ganz wichtige Botschaft, das, was du schon gesagt hast. Vieles von diesem Increase ist eben nicht im Peak-Hour-Bereich, also das heißt eher tagsüber. Wir haben das nochmal bestätigt, dass das eben, das hört sich zum Teil dramatisch an, ist es aber nicht, weil das einfach Increase in Zeiten ist, die vorher einfach nicht so stark genutzt waren. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und Comcast hatte 38% Steigerung im Peak. Aber es gab auch andere Provider, die eher so um die 100% hatten, beim Gesamtvolumen dann. Aber generell kann man da auch sagen, das hatten Sie auch gesagt, es ist unfassbar viel, es ist vergleichsweise mehr Wachstum im Upstream als im Downstream. Und da kommen jetzt die ganzen VPNs rein und die ganzen Zoom-Konferenzen, die man dann, ich habe schon wieder Zoom gesagt, ne? Diese ganzen Videokonferenzen, die da reinkommen. Und das ist natürlich Traffic, den es vorher so nicht gab. Und der ist jetzt natürlich komplett Richtung Upstream, weil mein Videobild muss ja irgendwie ins globale Internet und dann geteilt werden. Okay, ja. Genau. Also Sie vermuten zumindest stark, dass vieles davon Videoconferencing war. Okay, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so stark messbar ist. Aber hätte ich auch nicht gedacht. Grundsätzlich gilt aber auch, jetzt nicht Videoconferencing, sondern Video ist King. Denn ein Großteil des Traffics, aber das hättest du wahrscheinlich auch erraten, entfällt auf Video. Aber was meinst du, Dirk? Ist es mehr Netflix oder mehr YouTube?
Ich glaube es, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich diesen Report auch gelesen, ist schon ein bisschen her. Ah. Und ich meine, es ist mehr YouTube gewesen. Vielleicht auch falsch. Nee, vollkommen richtig. Ist tatsächlich, wenn man es global sieht, YouTube hat 15% des gesamten Traffic-Volumens und Netflix 11%. Aber man muss auch sagen, im Report 2019 habe ich mal nachgeschaut, in dem normalen Report 2019, wie es da aussah, da war es genau umgekehrt. Da war es mehr Netflix als YouTube. Und das ist natürlich, woher kommt es? Aber ja, wahrscheinlich ist es jetzt auch so, dass die Leute so ein bisschen das verändert haben, ihr Verhalten und das, was sie sonst in der Firma vielleicht mal schnell als Tutorial oder sowas nachgeschaut haben, wieder zu Hause gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo das kommt, Ah. Leute. Das sind die ganzen Podcasts auf YouTube. Wahrscheinlich auch das, genau. Ja. Aber ist interessant, dass sich das A umgekehrt hat und es ist signifikant gestiegen. Also im Jahr vorher waren die Anteile von YouTube und Netflix auch geringer. Was auch interessant ist, es gibt einen Markt, wo es genau umgekehrt ist, wo Netflix die Nummer 1 ist und YouTube die Nummer 2. Rate mal, welcher Markt es ist. Meinst du jetzt im Wachstum oder Nee, also beim Ranking, wo Netflix mehr Volumen hat als YouTube. Aha. USA, möglicherweise. Ja, tatsächlich. In den USA hat Netflix 19,1%, im Vergleich 11% global gesehen. Und YouTube hat 14,4% und global gesehen 15. Ja, das ist genau umgekehrt. Also, aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, in Amerika, YouTube und Netflix zusammen machen ein Viertel des gesamten Traffics aus. Und global gesehen, nee, mehr sogar, ist ein Drittel. Ist ja fast, ja, nee, ist ein Drittel. Also ein Drittel in Amerika und ein Viertel global gesehen. Das ist Ich schon. denke mal, das liegt vermutlich einfach da an der schon bereits höheren Durchdringung von Netflix im sag mal, Videomarkt. Genau, im Stammmarkt quasi, ne? Da haben sie ja Genau. losgelegt. Ja. Ja. Aber genau, das sind auch, ich würde mal sagen, dann auch ein bisschen die Gewinner der Krise, weil die haben wahrscheinlich sicherlich auch Neukunden dazu zählen dürfen. Denn 2019 waren es tatsächlich overall 6% und 3,8% in Amerika und jetzt 19,1 und 14,4. Weltweit war es 2019 für Netflix 12,9% und für YouTube 8,7%. Also das ist deutlich angestiegen, was ganz interessant war. Und EMEA, also European, Middle East und Afrika, was meinst du, wie sieht es da aus, so bei uns zu Hause? YouTube und Netflix, auf welchen Plätzen befinden die sich? Ja, ich denke, bei uns eher YouTube, also mehr nach YouTube als Netflix. Genau, also YouTube hat 16,2%, aber auf Platz 2 und 3 findet sich kein Netflix. Ach. Hätte ich nicht erwartet, Ach tatsächlich. so. Die sind auf Platz 4 mit 7,7%. Ja. Auf Platz 2 ist das Web mit Ja, 10%, ja, ja, ja. HTTP. Ja. Und was wohl sehr europäisch ist, Platz 3, was meinst du? Was bleibt noch? Prime. Amazon Prime. Ah, würde man auch vermuten können, ist es nicht. Es ist BitTorrent. Ah, alles klar, okay. Hatte ich Das auch nicht mehr so auf dem Schirm. zählt das unter Video oder? Nee, ich denke, das ist einfach Bulk Download, ne? So, okay. Ja. Ganz, ja, sind ja auch Linux-Distributionen, die über BitTorrent geladen werden. Ja, ganz genau, oder? Genau. Ja, fand ich auch interessant, dass so die Märkte sich da so interessant unterscheiden. Gerade so Interessant, Europa. also und den sagen wir nochmal so eine kleine Anekdote, so als im März letzten Jahres sich das so abgezeichnet hat. Also wir gucken jetzt bei uns nicht ganz so viel Fernsehen. Habe ich mir doch mal überlegt, so, okay, das könnten jetzt ja schon ein paar harte Monate werden, habe ich mir noch schnell eine Setup-Box eines bekannten Westküsten-USA-Herstellers besorgt. Und seitdem wird die auch, sagen wir, schon heftig benutzt. Also vor allem, also jetzt nicht so sehr für ja, Live-TV oder so, sondern ja, genau für solche Dinge, also Video on Demand. Ja. Und ich denke mal, das ist bei vielen Leuten so. Das denke ich allerdings auch. Was mir auch noch aufgefallen ist, also das ist vielleicht jetzt eher noch ein deutsches oder europäisches Phänomen möglicherweise, ist, wir haben ja auch nochmal, sagen wir mal, recht guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die jetzt ja auch Mediatheken haben. Und Das zarte Lebendige.
Genau, und bei vielen Fernsehern ist es halt sozusagen so, dass sie halt dieses Hybrid-Digitalfernsehen können. Das heißt, man hat eine Programmliste und weiß in dem Moment gar nicht, was wird jetzt über vielleicht HDTV oder sowas empfangen und was eigentlich doch nur ganz normal übers Internet. Ja, ganz genau. Und das habe ich bei uns auch festgestellt, dass also wir das zum einen auch so ein bisschen öfter nutzen und zum anderen einfach auch viel mehr auf so, weiß nicht, Arte, Mediathek oder sowas zugreifen, weil da gibt es einfach super Sachen. Das habe ich bei Und mir auch festgestellt. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang der Pandemie manchmal so nebenbei die Pressekonferenz vom Söder laufen lassen. Und das übers Web, ne? Also das war ja einfach in der bayern.de Webseite integriert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es über YouTube gestreamt wurde, ob die selbst gestreamt haben. Das bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, in Europa werden solche Medien vielleicht auch anders konsumiert. Also, dass es dann eben nicht über die großen Plattformen läuft, sondern dass es irgendwie noch dezentraler ist als zum Beispiel in den USA. So, zu dem Thema, weiß ich, habe ich auch mal mir so Umfragen angeschaut aus England, also aus Großbritannien, von der BBC. Und die BBC ist ja auch, ist immer auch so ein Broadcaster, der ja relativ aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien ist. Die haben ja diesen BBC iPlayer Player, genau, entwickelt ja. und so. Und die haben mal so gemessen, so wie es jetzt so entwickelt, wie ihr Programm sozusagen konsumiert wird. Und das sind so zwei Kurven. Das eine ist so die Kurve, die so einfach ja, quasi linear nach unten geht. Das heißt, ihr klassischer Broadcast. Und das andere ist die Kurve, die halt, oder Kurve kann man nicht sagen, aber linear nach oben geht. Das ist halt übers Internet. Und interessant wird es, wenn man sich dann anguckt, was das so für die Kostenseite bei der BBC bedeutet. Das macht einem auch so ein bisschen Sorgen. Aber ja, das ist einfach, das ist jetzt so ein Phänomen, was ich denke, überall mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Und was vermutlich auch in Zukunft noch so ein paar weitere Anforderungen für die Netze mitbringt. Weil es ist ja teilweise auch Live-TV, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als gecachter Content, den man vorher Genau, kannst verteilt. nicht vorpuffern, ne? Genau. Ja, es wird total interessant. Glaube ich auch. Und lineares Fernsehen ist ja noch nicht tot, aber außer, ja, selbst Tagesschau schaut man ja mittlerweile auf der Mediathek, weil man dann eben nicht 20 Uhr da sitzen muss, um sich's anzuschauen. Ja, aber gleichzeitig gibt es dann immer noch diese Massen-Live-Events wie Fußballfinale und Die so. gibt's dann noch, ja. Und weiß ich, da hat jetzt ja Amazon sich auch engagiert und was im letzten Jahr dann ja auch, glaube ich, Rechte gekauft. Und so ein Champions League-Finale, ich kann mir vorstellen, dass also muss man ordentlich auch in die Caching-Infrastruktur Ja, investieren. unbedingt. Das wird ganz interessant. Ja. Ja, aber um Sandvine vielleicht abzuschließen. Also Ja. ich fand es sehr interessant, was dann von zu Hause passiert. Und insgesamt gibt es natürlich so einen Traffic Shift, aber auch eine Veränderung im Nutzerverhalten, also was konsumiert wird. Das sieht man, wenn man das mit den 2019er Zahlen vergleicht. Aber die haben auch gesagt, das lief alles halbwegs gut. Also man hat nichts feststellen können, wo es Katastrophen gab. Und wenn man Video, Social Media und Gaming zusammenfasst, hat man 80% des Traffics. Ja, genau. Ja. Und genau, und dann bleibt noch ein bisschen Web und BitTorrent. Und dann hat man es ja schon fast, gell? Fand ich auch sehr interessant. Ja, und wenn man sich die Zahlen anschaut, Video hatten wir ja schon jetzt abgehakt. Gaming, ja, aber Social Media war noch da drin, ne? Und tatsächlich, Facebook hat was geschrieben. Was geschrieben? Ja, ein Paper haben die geschrieben. Aber das war jetzt tatsächlich mal ein Paper, was ich mir angeschaut habe. Die IMC, also die Internet Measurement Conference 2020, hatte sehr viele Sachen. Aber ich habe jetzt nur das Facebook-Paper rausgenommen, weil das andere war dann viel gedoppelt wie in anderen Berichten. Ich komme nachher auch noch mal zu einem weiteren Bericht, der vieles davon einfach zusammengefasst hat, den ich dann auch in den Shownotes einfach verlinke. Also wer mal das große Ganze sehen will, ich glaube, da ist man dann einfach gut aufgehoben. Aber Facebook hat ein Paper geschrieben, How the Internet Reacted to COVID-19, a Perspective from Facebook's Edge Network. Okay. Und die haben Januar bis Juli 2020 drin. Und was die aber versucht haben, ist, die haben eben nicht nur versucht, das Volumen anzuschauen, weil bisher waren das Volumina und leider waren es meistens Prozentzahlen. Das war mal das Blöde, ne? Man hat kein Gefühl dafür, was das Gesamtvolumen dann jeweils sein könnte. Aber die haben versucht, auch die Qualität zu quantifizieren. Also wie kommt es jetzt bei den Endnutzern an? Ja. Und die Datenbasis ist, wie gesagt, das Facebook Edge Network und sie schreiben selbst, Tens of Trillions of Traffic Flows Every Day. Klar, Ja, klar.
hört sich gut an, ne? Also das ist eine gute Datenbasis und dass die eben in diesen 80% des Traffics drin sind, versteht man jetzt auch. Wobei Facebook natürlich, also da sind auch ihre Apps mit drin, es sind nicht nur die Websachen, sondern auch die Apps mit drin. Mhm. Das heißt WhatsApp und was weiß ich und die ganzen Videogeschichten und Instagram und ja. Facebook selbst und sowas. Das heißt, es sind auch Sachen dabei, die ganz ordentliche Volumina an Traffic erzeugen, gerade die Videos, die da hin und her geschickt werden. Ja, vor allem die Werbung. Genau, ja. Das natürlich auch. Die Key Findings war einfach, ja, insgesamt war jetzt schon mehr Traffic, die reden auch so um die 40%, aber die haben die Region so ein bisschen auseinandergenommen, also erstmal grob die Weltregionen und dann später auch Länder sich angeschaut und da gibt es sehr starke Unterschiede, also sehr, sehr starke Unterschiede und das ist natürlich abhängig von diversen Faktoren, zum Beispiel, wann wurden Lockdowns verhängt? Das war ja nicht homogen auf dem Planeten alles gleich, sondern unterschiedlich. Aber grundsätzlich hatten die auch einen ganz sehr plötzlichen Anstieg. Also das meiste davon war so ja auch Mitte März. Und was da interessant war, die haben den Januar bis März selbst als Normal Organic Growth bezeichnet. Das heißt, wenn man sich die Januar-Februar-März-Kurve anzeigt, das ist, was die normalerweise erwarten würden. Mhm. Und das fand ich spannend. Also klar, die Covid-19-Sachen waren spannend, aber jetzt mal einfach zu sehen, was ist denn so der normale Wachstum bei Facebook. Mhm. Und ich habe das mal im Graphen so grob mit einem Filzstift markiert, also hochgradig akkurat. Ich würde vermuten, in den 2 Monaten, Januar, Februar, 10% Wachstum. Okay, ja. Und wenn das normal bei Facebook ist, Respekt. Also wenn die in 2 Monaten 10% Wachstum in ihrem Traffic-Volumen erwarten, dann ist es ordentlich. Das wurde jetzt aber nicht nach Dienst aufgeschlüsselt, sondern das ist für die ganze Firma, ne? Das ist für alles, genau. Der gesamte Ad-Traffic. Also ja, was aus dem Netz rausfließt. Ja, okay. Ja. Genau. Aber ich fand trotzdem 2 Monate 10% Growth als organic zu bezeichnen ordentlich. Aber dann ab Mitte März bis Anfang April geht es dann. Also die haben immer den 1. Januar des Jahres als Referenz genommen. Hm. Und dann gehen die auf, was sind das, 35% oder irgendwie sowas. Ja, das ist schon auch ordentlich in wenigen Tagen. Und danach bleibt es auf hohem Niveau. Fällt aber global wieder ein bisschen. Das fand ich auch interessant, weil wenn man sich nur diesen Peak immer anschaut, dann sieht man nicht, was danach passiert. Also bleibt es auf dem hohen Niveau oder steigt es danach organisch weiter? Das ist da nicht der Fall. Da hält es ein hohes Niveau, fällt dann Richtung Juni wieder runter auf unter 1,3-fache vom Januar und dann steigt es wieder ein bisschen an. Mhm. Also es gab einen großen Sprung, bleibt auf hohem Niveau, fällt aber ein bisschen und danach steigt es dann langsam wieder an. Mhm. Genau. Das war interessant. Die haben dann das Ganze ordentlich auseinandergenommen. Wie gesagt, nach Regionen etc. etc. Aber die hatten dieses fast 40% im Vergleich zu Januar in diesem sehr kurzen Zeitraum auch. Mhm. Genau. Aber was war der große Wachstumsbringer? Also tatsächlich prozentual gesehen war Livestreaming der Service bei denen, der am meisten prozentual gestiegen ist. Ja. Also 300%, glaube ich, waren es. Vielleicht lüge ich auch gerade, aber es war schon sehr, sehr viel. Definitiv der größte. Aber der größte Anteil am Gesamtvolumen war wieder Video. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt ja auch so, ich denke mal, schon auch so ein Trend, dass jetzt immer mehr, ich sag mal, Leute, die Inhalte verteilen, einfach so einen Multiplattform-Ansatz fahren und dann einfach das über YouTube und Facebook und so weiter alles automatisch machen. Und man sieht immer mehr, Süddeutsche oder keine Ahnung, die dann irgendwelche Videos in ihren Inhalten drin haben. Also das ist einfach auch, denke ich mal, eine geänderte Mediennutzung. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt mehr Nutzerzahlen. Einfach wie die Leute Facebook nutzen. Wobei, über Zahlen sprechen sie dann auch gleich noch ein bisschen, also wie viele Nutzer sie haben, prozentual dann wieder, aber ganz, ganz interessant. Die haben auch analysiert, woher es ausgeliefert wird und haben festgestellt, das meiste ging dann über Broadband und wesentlich weniger, also auch mehr über Broadband, mehr über Mobile, aber das meiste ging über Broadband. Klar, die Leute sitzen zu Hause, haben Wi-Fi, dann wird es über die Broadband-Netze ausgeteilt. Genau. Ja, da spielen auch andere Dinge rein. Ne? Also da gibt es ja auch adaptive Content-Qualität und Bandbreitenbedarfe und so. Und über Mobile hast du einfach weniger. Und das kommt noch hinzu. Weniger unterm Strich, genau. Ja. Ja, die große Frage war natürlich jetzt haben wir wieder eine Zahl, die so ähnlich aussieht wie alles andere auch. Danke, Facebook. Aber tatsächlich haben die sich sehr viel Mühe gemacht und haben versucht herauszufinden, wie kommt es jetzt beim User an, also gibt es Netzprobleme. Ja. Und die haben 3 verschiedene Analysen gemacht. Einmal haben sie ihren Video-Traffic-Growth analysiert, auch nach Regionen.
und was sie Video Engagement Growth nennen. Und das ist der Durchschnitt von dem Watchtime Growth und Viewership Growth. Also wie viele die Watchtime sich vergrößert und die Viewership. Und die Frage, die sich da natürlich gestellt haben, ist, wenn die Viewership hochgeht, also diese Video Engagement Growth steigt, dann müsste auch Video Traffic Growth mitsteigen. In irgendeiner Form. Und wenn es da jetzt eine Diskrepanz gibt, dann deutet es auf Probleme im Netz hin. Also wenn du jetzt viel mehr Viewer hast, aber nicht viel mehr Traffic, dann könnte das bedeuten, dass die Leute ihren Content nicht so gut bekommen. Könnte natürlich auch mit der Qualität des Inhalts zu tun haben. Könnte auch, ja. Aber es gibt leider große Unterschiede zwischen den Ländern. Und da fallen so ein paar raus. Also Italien hatte zum Beispiel Video Traffic Growth von 30%, aber Video Engagement Growth von 35%. Das sah okay aus. Aber dann hat man so Sachen wie Indien. Du hast ein Video Traffic Growth von 10%, aber ein Engagement Growth von 60%. Okay. Wow. Da müsste man nochmal reingucken. Oder es gibt ein paar... Also in Indien, soweit ich es weiß, gibt es halt auch noch im Verhältnis mehr Mobilfunknutzung. Aber ich glaube, das ging jetzt einfach nur von der Edge-Plattform. Also beides, Mobil und Broadband. Ja, genau. Aber da hast du ja dann öfter Qualitätsprobleme. Ah, okay. Ja, das stimmt. Also die haben tatsächlich rausgefunden, in den USA und Europa ist alles im grünen Bereich. Aber es gibt eben, also in Indien, also das ist ja die erste Analyse, die sie gemacht haben, ne? In Indien sieht es komisch aus und ein paar Länder in Südamerika und Afrika, da scheint es Probleme zu geben, ne? Also ja. Video Traffic Growth ist nicht groß, aber der Engagement Growth ist wesentlich größer und da scheint irgendwie was nicht zu stimmen. Genau. Und Indien und Südamerika zum Beispiel hat da auch Probleme. Das sieht man dann später in anderen Metriken auch, denn das zweite, was sie sich angeschaut haben, war die sogenannte Bad Session Rate. Bei Videos berechnet, das ist so ein Quality of Experience Metrik. Und gleiches Bild tatsächlich. Also Indien zum Beispiel hat da eine Bad Session Rate von normalerweise so um 10% und steigt dann fast auf 40% während dieses Schubs. Also da kommt nochmal ordentlich was dazu. Aber auch da gilt, andere Länder haben da überhaupt kein Problem. Und die dritte Analyse, die sie gemacht haben, ist, ob sich die Roundtrip Time erhöht zwischen ihren Servern und dem Client. All die RTT ist natürlich dann mal schlecht, wenn du irgendwie was Interaktives hast. Genau, ist auch ein klares Indiz, dass irgendwas schief läuft. Genau, das sieht nach Stau einfach aus, ne? Warteschlangen. Und auch da sieht man ganz klar, es gibt ein paar Länder, die haben echte Probleme. Indien gehört dazu, aber auch Südafrika, da steigt es um bis zu 40% die Roundtrip-Time. Und andere Länder, da sieht man im Grunde gar nichts, dass nichts passiert. Also man sieht ganz stark, es gibt Regionen und Länder, wo es einfach besonders schlecht läuft, aber es gibt auch viele Länder, da hat man überhaupt nichts gemerkt, trotz dieses gigantischen Anstiegs. Ja, also wird auch was zu Ländern gesagt, wo das Internet vernünftig funktioniert, wie zum Beispiel Südkorea oder Japan? Ja, tatsächlich. Die waren auch dabei und da sah es immer, glaube ich, gut aus. Also USA auch sah meistens gut aus. Zu USA bei Fastly, die haben innerhalb der USA große Unterschiede gesehen, tatsächlich. Also es gibt Regionen in den USA, wo es nicht so gut lief. Aber jetzt schaue ich mal nach. Ich glaube, was haben wir hier? Nee, Japan war nicht dabei. Aber Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, die Schweiz und so waren dabei. Und da sah das alles okay aus. Also da sieht man keinen Ausschlag zum Beispiel bei der Bad Session Rate. Das ist zum Beispiel in der Schweiz liegt das um die 2%. Und bleibt auch da. Da ändert sich im März, April, Mai gar nichts. Ja. Genau. Und ich denke dann, Japan und Südkorea wird wahrscheinlich ein ähnliches Bild sein, dass da wenig passiert, bis gar nichts passiert ist. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war Bandbreite tatsächlich, so als Metrik. Ist ja auch eine interessante Bandbreite, um zu sehen, ob es ein Bottleneck gibt. Da musste ich woanders nachschauen. Und da bin ich bei Fastly fündig geworden. Okay. Und deren Datenbasis ist Februar und März 2020. Die haben einen Blog-Eintrag geschrieben. Und die zeigen tatsächlich ein leicht anderes Bild. Das hatte mich gewundert. Zum Beispiel, also Fastly ist ja ein Content Distribution Network. Das heißt, da werden große Files runtergeladen. Und die haben serverseitig dann die Bandbreite gemessen. Das tun die sowieso. Und die haben das dann verglichen mit anderen Zeiträumen. Und zum Beispiel im Februar und März, Februar sah dann noch gut aus, aber im März ging es dann wieder in einigen Regionen, wie zum Beispiel Italien, hoch her. Also in Italien hatten wir ganz früh auch einen Lockdown.
Und im Verkehrsvolumen, also was Fastly, das ist natürlich die Sicht von Fastly, was Fastly jetzt nach Italien ausgeliefert hat, war 100% mehr. Also aus Sicht von Fastly. Ja. Und die Server von Fastly hatten dann tatsächlich auch einen Download-Speed-Einbruch von 35% in Italien. Ja, ist klar. Ja, okay. Und das sieht man aber zum Beispiel nicht zwangsläufig in allen Daten, die hier von Facebook kommen. Also zum Beispiel sah das, hier ist Italien, da geht die Average RTT zwar hoch, oder ein anderes Land, was auch genannt wurde, wo es nicht so toll war, war Großbritannien. Und Großbritannien sieht zum Beispiel bei Facebook immer sehr gut aus. Da hatte ich, jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken, hier in meinen ganzen Unterlagen. Also Großbritannien war zum Beispiel bei der Average Bad Session Rate, sah gut aus. Da hatte man irgendwie, das ist kein Ausschlag irgendwo drin. Und bei diesem Growth versus Engagement sieht Großbritannien auch gut aus. Aber hier jetzt beim Download bei Fastly sah Großbritannien zum Beispiel auch nicht so toll aus. Ja, Italien cool, sah man jetzt auch bei der RTT, sah man aber dann eben auch aus Fastly-Sicht. Genau, aber da spielen halt viele Faktoren rein. Ne? Also genau. Vor allem wahrscheinlich, wie viele Caches gibt es und wie sind die verteilt? Das auch, und vielleicht wird ja auch sogar ein bisschen priorisiert. Also wenn es kann ja immer noch sein, dass die versuchen, da irgendwie Realtime-Traffic zu erkennen und Ähnliches. Also da kann ganz viel reinspielen. Deswegen fand ich diese zweite Sicht so interessant, weil für einiges war es deckungsgleich, 1:1. Also Italien zum Beispiel war jetzt eher deckungsgleich, aber Großbritannien gab es ein ganz unterschiedliches Bild, was sehr interessant war, fand ich. Genau. Was auch interessant war, die haben rausgefunden, das haben andere Berichte auch gesagt, so dieser traditionelle Unterschied zwischen Werktagen und Wochenende ist zum Teil verschwunden. Also ja. Die Leute ja immer auch zu Hause waren. Ja, klar. Klar. Und tatsächlich, was einige auch gezeigt haben, ist, dass die Leute eventuell länger wach waren. Also dass die Aktivität später im Abend auch noch stattgefunden hat. Mhm. Ja, genau. Was auch interessant war, ist tatsächlich, dass viele, also aus dem Facebook-Report, wenn man sich das anschaut, die schlechten Werte, zum Beispiel bei der relativen RTT, die sind natürlich besonders im März, April, Anfang April-Zeitraum schlecht bei den meisten, aber danach wird es besser. Und eine Sache, die da wahrscheinlich auch passiert, ist, dass die Operator zum Beispiel Kapazität nachschalten und Ähnliches. Ja. Aber darauf muss man ja erstmal reagieren. Das heißt, das hat ein bisschen gedauert und in vielen Ländern wird die Situation danach auch einfach besser. Das muss man auch sagen. Ja. Aber im Prinzip sagt auch Facebook alles gut. Die haben eine interessante Conclusion, weil die haben auch viel Kapazität einfach dazu geschaltet und die haben gesagt, die konnten das, weil das war eigentlich alles schon da. Die mussten es eben nur noch einschalten und das war ein wichtiges Ding, was sie so mitgenommen haben, wo sie gesagt haben, es ist ganz wichtig, auf so Dinge vorbereitet zu sein. Ja. Spannend wäre auch, ich weiß nicht, ob du auch da Zahlen dazu hast, so Projektionen in die Zukunft, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ja. Aber es ist ja die Frage, ob die Zahlen dann irgendwann, wenn jetzt Covid-19 noch nicht vorbei ist, dann wieder runtergehen auf das vorherige Niveau oder ja nicht. Also ich meine, wir können uns wahrscheinlich einig, dass das jetzt nicht so zurückgehen wird wie vorher. Nee, und viel Homeoffice wird ja auch zum Beispiel bleiben. Homeoffice wird bleiben, Nutzergewohnheiten haben sich einfach geändert und werden sich jetzt auch nicht wieder zurückändern. Ja. Und von daher ja, kann man eigentlich, glaube ich, so ein weiteres Wachstum eher noch erwarten. Also, glaube ich auch. Ja. Man sah es ja auch in den Facebook-Zahlen, das nach hinten raus, das hört dann leider im Juni auf, aber im Juni ist es ja auch schon wieder angestiegen. Also es gab diesen Peak, dann ist es leicht abgefallen und dann ging es auch schon wieder hoch. Also die haben auch gesagt, hat sich stabilisiert auf hohem Niveau. Ja, genau. Genau, dann möchte ich noch einen Report nennen und dann habe ich es auch geschafft. Dann, ja. Es gibt noch so viel mehr, aber einen, den fand ich ganz interessant. Kennst du die Broadband Internet Technical Advisory Group? Ich glaube nicht. Kannte ich vorher auch nicht. Und vielleicht was, also die über sich selbst sagen, the Broadband Internet Technical Advisory Group is a non-profit, multi-stakeholder organization focused on bringing together engineers and technologists in a technical work group to develop consensus on how the Internet operates, bla 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 bla. Genau, also das ist so eine non-profit. Also wer das Wort Technologist verwendet, der hat ja schon mal so ein kleines Problem. Also das heißt, also Ingenieure und Marketingleute. Oder? Ja, genau. Ja, Leute, die halt sonst noch gern mitreden. Ja, genau. Der Report ist trotzdem interessant, weil was die gemacht haben, ist, die haben diese ganzen, ich glaube, die haben 120 Referenzen unten oder sowas drin,
also weit über 100, einfach zusammengefasst und das versucht zu organisieren. Das ist trotzdem immer noch ein bisschen unorganisiert. Nichtsdestotrotz waren da ein paar interessante Sachen drin, die ich auch rausgezogen habe. Vieles doppelt sich natürlich, aber insgesamt sagen die natürlich auch mehr Traffic, aber nicht nur ein Shift, denn vieles, was früher lokal war im Firmennetzwerk, ist jetzt remote und darauf muss ich zugreifen. Auch Schule und so ist alles neuer Traffic. Mehr im Upstream im Vergleich zum Downstream, das haben die alles bestätigt. Auch Videoconferencing haben sie gesagt, bis zu 300% Increase, aber wenig Anteil am Gesamtvolumen, haben sie auch gesagt. Was ich besonders interessant fand, da habe ich auch den Originalartikel danach noch gelesen, AT&T hat ein paar Zahlen rausgelassen. Und AT&T ist ja schon ein großer und die haben die 6 Monate nach Start der Pandemie betrachtet. Und die haben, es ist einer der wenigen Provider, die keine Prozentzahlen genannt haben, also nicht nur Prozentzahlen genannt haben, sondern auch echte Zahlenwerte. Rate mal, wie viel Volumen pro Tag im AT&T Global Network transportiert wird. Wie viele Byte? Also ich sag mal, ach so, Byte, okay. Ich sag mal eine Größenordnung. Es ist im Terabyte-Bereich. Es ist im Petabyte-Bereich. Petabyte, okay. Es sind pro Tag 391 Petabyte. Alles klar. 391,8 Petabyte. Wobei, da muss man sagen, im Text haben sie 391 geschrieben, in der Figure hatten sie 392 Petabyte geschrieben, aber ich glaube, da können wir mal ein Auge zudrücken. Ne? Ja, das ist eine oder andere Petabyte mehr oder weniger. Genau, das macht das schon. Das ist 20% mehr im Vergleich zu vor Corona. Ja. Also das ist eben auch signifikant mehr. Mhm. Die haben aber noch was Interessantes gesagt. Die haben nämlich dazu noch erwähnt, wie viele Textmessages pro Sekunde sie aktuell haben. Mhm. Also im Peak. Möchtest du raten, wie viele Text-Messages pro Sekunde übers AT&T-Network gehen? Meinst du mit Text-Message SMS? Oder? Ja, ich denke, das ist, was sie meinen. Ja. Sind es noch so viele? So scheint die ganzen Hidden-SMS, die man gar nicht sieht. Ja, vielleicht, genau. pro Sekunde? Pro Sekunde, im Peak. Im Peak. Ich sag mal 100.000. Es ist weniger, aber es ist immer noch viel, finde ich. Also ich habe mich erschrocken, dass so viele sind. 23.000 Texts pro Sekunde. Ja. Vor der Pandemie waren es nur 15.000. Das sind 8.000 mehr geworden. Das ist ja Wahnsinn. Fand ich auch Wahnsinn. Zu Voice hatten sie noch was Interessantes. Mhm. Wireless Voice Usage haben sie gesagt 40% mehr als vor Pandemie-Level. Weil die Leute natürlich auch zu Hause waren und viel ihr Mobile auch für Meetings benutzt haben und sowas. Mhm. Und Data Mobile, was meinst du da? Data Mobile? Ja. In den USA. Mhm. Ich würde sagen, runter, also, wie viel Prozent? Runter, würde ich sagen. Und tatsächlich? Ich sag mal 30% runter. Ja, haben sie nicht gesagt, sie haben nur geschrieben, slightly decreased. Okay, ja. 30 ist wahrscheinlich zu viel, ne? Aber weil die Leute sind natürlich zu Hause und benutzen Wi-Fi und dann weniger unterwegs, gerade bei Amerikanern, ne? Die sind ja sonst viel unterwegs. Ja. Das hatte ich in der Tat auch mit April oder so letzten Jahres mal gesehen, da gab es irgendwie Zahlen, ich weiß nicht, vom AMS-X oder sowas irgendwie, so als auch so Auswertung von Mobil-Traffic und der ging einfach messbar runter. Also ja, man konnte drinnen, also der, sag mal, Broadband-Traffic ging hoch, Mobil-Traffic ging runter. Ich habe auch nochmal ein Paper gefunden, was auf Mobile eingeht. Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Denn wir verlinken es trotzdem noch, was auf Mobile spezialisiert ist. Wir haben jetzt eher so den Core-Internet-Teil uns angeschaut. Aber wer wirklich daran interessiert ist, mal so einen großen Überblick zu bekommen über ganz, ganz viele Dinge, der sollte sich diesen Broadband Internet Technical Advisory Group Report sich einmal anschauen. Wird natürlich verlinkt, muss man auch sagen, ist US-zentrisch. Ja, du, aber ich glaube, das reicht jetzt auch. Das waren viele Zahlen, ne? Ja, aber es wäre sehr interessant. Also, passt einfach sehr gut. Weil es zufällig, also das war gar nicht abgesprochen, war zufällig ein Thema, was ich mir selber auch angeguckt habe. Hast du denn schon ein Thema fürs nächste Mal? Ich habe noch mehrere Kandidaten. Ich muss mir nochmal jetzt Gedanken machen, welches ich davon als nächstes nehme. Aber ja, ich bin schon drei von guten gespannt. Themen, kann ich schon mal sagen. Also. Das ist, was du denkst. Es ist nicht, was du denkst. Weiß ich nicht, müssen wir noch rausfinden. Ja, also vielleicht sollen wir als Fazit nochmal kurz festhalten.
Also ich fand interessant, Covid-19 war sowas wie ein globaler Stresstest fürs Internet, was total interessant ist, weil das für Banken gibt es das ja auch, ne? Aber fürs Internet war das tatsächlich ein guter Stresstest auf ganz vielen Ebenen. Also einmal so auf Infrastrukturebene. Also viele Leute konnten schnell die Infrastruktur anpassen und Kapazitäten schalten, Routing, neue Peerings etc. Also DFN hat es ja auch geschafft, bis auf in diesem einen bedauerlichen Fall. Aber auch, also links hochfahren, sowas, gell? Aber auch so für Dienstanbieter, die schnell reagieren konnten, wie Netflix oder sowas, die dann einfach, oder YouTube, die gesagt haben, komm, wir machen die Standardauflösung mal einfach für eine Zeit lang runter. Und es hat keiner großartig gemerkt. Es ist ja nicht, dass jetzt ein Aufschrei war in der Bevölkerung, sagt, um Gottes Willen, ich sehe mehr Pixel in meinen Netflix-Videos. Das ist alles nicht passiert. Auch gute Sache. Und die ganz tolle Sache ist natürlich, auch unter Stress funktioniert das Internet immer noch gut. Ja. Auch wenn es regional mal zwackt, aber selbst diese Regionen haben es dann relativ schnell so halbwegs in den Griff bekommen, sodass diese Painpoints, die dann da waren, auch relativ schnell behoben wurden. Das liegt natürlich auch daran, dass viel Verkehr im Internet elastisch ist. Das heißt, wenn die E-Mail mal eine Sekunde länger braucht, ist nicht schlimm. Ja, oder auch aber Video ist ja, also zu teilen, also auch elastisch. Genau, auch Video, also YouTube-Video, dann muss man halt eine Sekunde länger warten, dass es cached oder ähnliches, aber katastrophal ist es nicht. Oder der graue Balken im Video ist halt immer ein bisschen kürzer als sonst. Aber prinzipiell, herzlichen Glückwunsch, liebes Internet, das hat gut funktioniert, ne? Richtig, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es auch noch Luft nach oben gibt, vor allem in den Zugangsnetzen. Also jetzt meine Studierenden zum Beispiel, da sind jetzt ja eher auch Technikaffine, die vielleicht auch selber dafür sorgen, dass sie eine gute Anbindung haben. Aber es gibt auch viele, also gerade jetzt Schüler, die zu Hause lernen mussten. Für die war es wirklich nicht einfach, etwas unterdimensionierten DSL-Anschluss zum Beispiel Online-Learning zu machen. Auch Schulen. Bei meiner Tochter, ja. Die können es nicht in der Schule machen, weil die da kein Wi-Fi haben. Ja, genau. Also von daher, da hat also in diesen Zugangsnetzen und ich sag mal Campus-Enterprise-Netzen, da hat jetzt die Covid-19-Krise einfach schonungslos das Spotlight so auf die Bereiche, die jahrelang vernachlässigt wurden, gelegt. Genau. Und das ist leider in Deutschland halt schon die Access-Infrastruktur, muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Ja. Und wir können mal warten, ob das jetzt irgendwelche Folgen hat, ob sich das jetzt irgendwie verbessert. Ja, ich habe ja Angst, dass die Impfung das unnötig erscheinen lässt, dass man da investiert. Ne? Das wäre total schade, wenn danach kommt, oh, jetzt sind wir alle geimpft, jetzt müssen wir doch keine WLAN-Access Points kaufen. Fertig. Ja, Problem gelöst. Genau. Ja, klar, genau. Das, das finde ich schade. Ja. Dirk, pass auf, aber eine Sache habe ich noch als Bonus. Das hat mit Covid-19 gar nichts zu tun. Ich bin da nur drüber gestolpert, weil ich letztens mit meinen Studenten drüber gesprochen habe. Was fällt dir zum Stichwort in Bezug auf das Internet, was fällt dir beim Stichwort Hai ein? High Peak? Nee, also nicht H-I-G-H, sondern Hai wie der Fisch. Hai. Nix. Ich würde Wireshark sagen, ne? Das ist ja auch eine Haifischflosse. Oh, oh. Aber das ist es nicht, Pass auf. Das war 2014 rum, ich muss das googeln, wann das war, 2014, ging durch die Presse, dass Unterseekabel von Haien angebissen werden und dadurch eventuell beschädigt werden. Ja. Es gibt auch ein YouTube-Video dazu von 2003, ich habe mir das angeschaut und da ist so ein Hai, der so ganz gelangweilt über den Boden schwimmt und mal in so ein Kabel beißt, gefällt ihm nicht und er schwimmt einfach weiter. Ja, schmeckt wahrscheinlich auch nicht so gut. Wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Frage an dich, dieses Video gibt es tatsächlich von 2003. 2014 ging es durch die Presse, dass Haie in Unterseekabel beißen und die kaputt machen. Jetzt Frage an dich, Fact oder Urban Myth? Urban Myth. Ich habe es genau nachgelesen tatsächlich. Mich hat es nicht losgelassen. Ja. Es gibt... Was es alles gibt, ist der Wahnsinn, was es alles gibt. Es gibt das International Cable Protection Committee. Alles klar. Und ja, da ist so ein Komitee, da kann man sich sicherlich gute Gedanken über Haibiss machen. Die haben sich dazu genötigt, die haben das dann 2014 auch wohl alles mitbekommen, die haben sich dann 2015 genötigt, einen Report zu schreiben dazu. Ja. Und der Titel des Reports war
Sharks are not the nemesis of the Internet. Ah, Gott sei Dank. Und die haben tatsächlich Statistiken rausgekramt vom Anfang der Unterseekabel, ne? Also ganz, ganz alte, also aus, weiß ich, 18 oder noch was oder 19 oder noch was, ganz, ganz früh. Mhm. Und interessant ist natürlich so der Zeitbereich, wo auch das Video so ein bisschen und der Hype reinfällt. Und da haben sie geschrieben, im Zeitraum 2007 bis 2014 gab es kein Kabelversagen durch Haifischbiss. Kein einziges. Alles es klar. Gab natürlich mehrere Probleme mit solchen Kabeln. Was meinst du, was war der größte Feind vom Unterseekabel? Vielleicht sowas wie tektonische Plattenbewegung. Gehört auch dazu, ist aber weit abgeschlagen von Schiffsankern und Schleppnetzen. Ja, alles klar. Ja, klar. Ja, ja. Das ist die größte Gefahr, aber so geologische Ereignisse wie Beben oder unterseeische Erdrutsche und sowas gehören tatsächlich auch dazu. Aber ich glaube, mit mehr als 60% waren es Anker und Schleppnetze von Fischern. Ja, und das wäre nicht der große Feind von Unterseekabeln. Das möchte ich einfach mal klargestellt haben. Das wäre mal ein guter Horrorfilm, Sharknado 3. Gut, gibt's aber Sharknado 3 nicht schon? Gibt's da nicht schon viel mehr? Gibt's wahrscheinlich schon. gut, aber es spielt ja eh keine Rolle, weil demnächst werden wir ja alle über Starlink kommunizieren und dann werden die Unterseekabel ja eh nicht mehr so benötigt. Ja, Starlink wird, das könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja, wo 500 Kilometer über uns das Internet thront. Ja, ist bestimmt auch spannend. Ja, so vielleicht ganz zum Abschluss, die Damen vom Mordlust-Podcast, die schließen am Ende mal ab. Ich glaube, wir ziehen einfach den Stecker, oder? Wir ziehen am Ende den Stecker, alles klar. Wunderbar, dann bis in 14 Tagen, Dirk. Alles klar, mach's gut, Rolf. Bis bald, ciao. Ciao, ciao.